Sehr geehrte Damen und Herren, Thema könnte man so mit Tolstoi sagen, Krieg und Frieden. Wir sind irgendwie so zusammengekommen nach 100 Jahren, um den Frieden von Versailles oder das Diktat zu beweinen. Ein wenig möchte ich da den Advocatus Diaboli spielen. Ich beginne mal mit einer Vorbemerkung. Was mir schon bisher aufgefallen ist bei allen bisherigen Ausführungen, es wurde immer wieder gesagt, wer denn alles so die Gegner Deutschlands, die bösen Engländer und die perfiden Amerikaner und die Dänen kamen vor und so weiter. Und was aus der Wiener Perspektive, Sie sehen die Perspektive des Hauses Habsburg, so völlig auffällt ist, ein einziges Mal, wo es das gesagt dankenswerterweise, kam Clemenceau wenigstens vor. Aber die drei großen Gegner Deutschlands in der Geschichte der Neuzeit kamen selten, fast nie vor. Und die heißen erstens Frankreich, zweitens La France und drittens das Ostfränkische Reich. Ne? Als Westfränkisch. Ganz klar, es gibt nur einen Gegner Deutschlands, der wirklich persistent ist, das ist Frankreich. Alles andere sind Akzidenzien. Ja? Das mal als Vorbemerkung. Krieg und Friede, das ist so typisch die EU-Perspektive, die auch bei nationalen Bundesrepublikanern immer ist. Ne? So, Bösewichte werden externalisiert, die sind jenseits des Atlantik oder so, aber die Franzosen sind eigentlich lieb. Naja, wer es will. Gut, Fragen, Krieg und Frieden. Das, was den Ersten Weltkrieg so auch für die Zeitgenossen erstaunlich macht, ist, dass dieser Krieg erstens mal enorme Opfer fordert, das haben wir gehört, das wissen wir, aber dass er nichts entscheidet. All die Fragen, die am Anfang des Krieges gestellt wurden, sind am Ende des Krieges eigentlich nicht entschieden, eher noch verwirrt. Und daher kommt es mit einer gewissen Notwendigkeit 20 Jahre später zu einer Neuauflage. Nach diesem Krieg sind dann viele Fragen entschieden. Das spricht schon einmal sehr gegen alle Interpretationen auf einer moralisch, symbolischen und sonstigen Ebene. Die Ordnung von Versailles ist nicht daran zugrunde gegangen, dass sie unfair war. Welche Ordnung ist so fair? Ich frage Sie. Ne? Die von 1945 auf alle Fälle viel weniger. Die von 1945 hat den Interessen der betroffenen Bevölkerung in viel eklatanterem Maße widersprochen. Denken Sie an den gesamten Ostblock und so weiter. Aber diese Ordnung war stabil. Die ist für fast 50 Jahre erhalten geblieben, ohne dass es da irgendwelche Probleme gab. Die Ordnung von Versailles war nicht stabil. Dieser Erste Weltkrieg hat nichts entschieden. Und das ist eine Erfahrung, die nach dem 19. Jahrhundert absonderlich war. Das 19. Jahrhundert ist ja heute immer ein wenig unter Generalverdacht, weil es so die Epoche der bösen Nationalisten war. Ne? Das Erstaunliche ist nur, gerade dieses Zeitalter des Nationalismus, und das war nur das 19. Jahrhundert zweifelsohne, war eine höchst friedliche. Es gibt eigentlich kein Jahrhundert der europäischen Geschichte, wenn wir jetzt von unserer Zeit ab 1945 absehen, wo die Kriege nun wirklich mehr außerhalb stattfinden, mit einer solch langen Friedenszeit. Das 17. und 18. Jahrhundert, man spricht vom Bellizismus, der Krieg wird der Normalfall. Die Habsburger waren fast nie im Frieden, gab es nicht. Das 19. Jahrhundert hat Kriege, aber das sind kurze, scharfe Auseinandersetzungen. Ein preußischer General hat einmal nach 1866 zu einem österreichischen Kameraden geschrieben, betrachten Sie so sein Duell unter Freunden. Und das Erstaunliche war, dieser preußisch-österreichische Gegensatz und die Vorherrschaft im Reich und in Deutschland, wir wissen, 18. Jahrhundert gab es den Siebenjährigen Krieg und nicht nur den. Ne? 1866 ist dieser Krieg in 7 Wochen vorbei und da wird nur in 5 wirklich gekämpft. Dann ist es entschieden. Und die Entscheidung hängt. Die Frage der Vorherrschaft in Deutschland ist entschieden. Die Preußen haben gewonnen, die Österreicher akzeptieren das mehr oder weniger derzeit. Genauso der deutsch-französische Krieg, deutsche Einigungskriege. Genauso auch die Balkankriege. Das absolute Angriffskriege der Serben und der Bulgaren. Sie gewinnen, aber binnen Tagen. Die Großmächte haben gar keine Chance, da zu reagieren. Und das Ergebnis hält. Das heißt, die Erfahrung bis 1914 war, Kriege entscheiden etwas. Kriege kosten auch gar nicht so viel, weil sie kurz sind.
Sie kosten auch nicht wahnsinnig viel an Menschen. Erstens mal, viele dieser Kriege wurden noch in Berufsarmeen gefochten und die Chance, den Heldentod zu sterben, ist sehr viel geringer als die Gefahr, dass man an Krankheiten entgegenkriegt. Eines der genialen Züge von vielen im Roman von Winde verweht, von der Margaret Mitchell, ist: Der erste Mann von Scarlett O'Hara stirbt an Lungenentzündung, noch bevor er einen Yankee zu Gesicht bekommt. Daran stirbt man im Krieg. Lungenentzündung, Typhus, Cholera und so weiter. Die deutsche Armee 1866 hat mehr Verluste durch die Cholera als durch die Österreicher. Das liegt nicht nur in Österreich. Also, das ist das Kriegsbild, mit dem wir in den Ersten Weltkrieg gehen. Und der Erste Weltkrieg hingegen entscheidet gar nichts. Der Erste Weltkrieg, ich bin übrigens nicht der Meinung, darüber spreche ich jetzt schon, dass das ein Wirtschaftskrieg im Wesentlichen ist. Das kommt immer davon, weil die Philosophen nichts von Wirtschaft verstehen, die Politiker vielleicht schon, aber sie geben es nicht zu, weil wenn ein Land so aufstrebend ist wie das Deutsche Reich, was hat das für Wirkungen auf die Nachbarn? Sie profitieren davon. Das schöne Zitat, der H.O.B. Taylor, englischer Historiker, hat das in seinen Memoiren dann geschrieben. Er fuhr 1914 mit seinem Großvater, der so ein Auto damals hatte, einem Baumwollproduzenten aus Lancashire, über Land, und der Großvater hat nichts wie geschimpft: Diese Narren, sehen die nicht ein, jeder Deutsche weniger ist ein Kunde weniger. Das ist jetzt ein aufstrebendes Land, so wie Deutschland und auch die USA natürlich. Die sind zwar statistisch gesehen Rivalen der bisherigen dominierenden Industriemacht Indien, aber die Engländer profitieren davon. Die liefern ja. Das ganze amerikanische Wirtschaftswachstum beruht auf englischen Investitionen, die dort viel ertragreicher waren als im eigenen Land. Das deutsche Wirtschaftswunder eben, die Engländer exportieren da hinein. Zwischen England und Deutschland gab es eher eine komplementäre Wirtschaft. Ganz wenige Sektoren, wo man sich der wirklich als Rivalen gegenüberstand. Wo das deutsche Wachstum natürlich eine bedrohliche Komponente gewinnt, einfach auf Zug des Bevölkerungswachstums und damit der Rekruten und der Soldaten, ist gegenüber Frankreich. Frankreich und Deutschland im Jahr 1870 haben die gleiche Bevölkerung, etwa 14 Millionen. 1914, die Statistiken, die Herr Bauch gerade gezeigt hat, Deutschland hat fast 70 Millionen, Frankreich immer noch 40. Da merkt man, Frankreich fällt aus der Liga der europäischen Großmächte langsam heraus. Und das wollen sie nicht, das können sie nicht vertiefen. Also Wirtschaft, wenn ich da, Wirtschaft ist sehr viel komplexer, auch in der Zwischenkriegszeit. Die marxistische These, ja, Entwicklungsgesetze des Kapitalismus führen unweigerlich zu imperialistischen Kriegen, na, niveau. Es gab keine beiden Lobbys, die so sehr auf deutsch-französische Verständigung waren wie die Schwerindustrie. Da gab es die Kartelle, die zentraleuropäischen, zwischen Deutschland und Frankreich, mit den fürchterlichen Luxemburgern auch noch dabei. Ja, hat alles funktioniert. Also die Wirtschaft ist es nicht. Was 1914 zum Krieg führt, ich mache das kurz, wir können in die Diskussion darauf eingehen: Die Österreicher und die Russen machen Krieg. Und dann haben die Deutschen und die Franzosen keine andere Wahl als mitzumachen. Nur das werden die Deutschen und Franzosen nie zugeben, weil sie sich fürs zu wichtig halten. Das ist die Eitelkeit. Es darf kein Krümelchen Schuld in der Welt geben, wo die Deutschen nichts anschauen. In Wirklichkeit, 1914 spielt das Deutsche Reich relativ wenig Rolle in der Juli-Krise. Das ist eine der Dinge, unter anderem, die eben klar, das wird ja lang diskutiert in der Forschung, die aufgegriffen hat. Dieser Erste Weltkrieg ist für den Historiker als denjenigen rückwärtsgewandten Propheten, der immer alles besser weiß. Dieser herrliche Film über das Buch vom Führer Stonck, nicht mehr, da ist das Leitbild unserer Profession drinnen, der Historiker, der bei jeder überraschenden Wendung der Handlung sich zum Nachbarn umdreht und gelangweilt sagt: Ach, haben Sie das nicht gewusst? Ja, der Historiker weiß immer alles besser, weil er den Handlungen in die Karten schaut. Damals die Poker in der Politik müssen raten, welches Blatt der Gegner hat. Wir wissen das im Idealfall, weil wir die Quellen aller Seiten vergleichen können. Und dann haben wir es. Der Erste Weltkrieg ist gekennzeichnet dadurch, dass die Experten fast immer Unrecht haben. Das freut mich natürlich. Also, die Grundannahme war: Deutschland hat, die Mittelmächte haben die große Chance, den Krieg zu gewinnen, wenn sie Frankreich im ersten Anlauf niederwerfen und sich dann langsam den Russen zuwenden können. Wie wir alle wissen, das Kalkül geht bei der Marenschlacht schief. Aus welchen Gründen auch
immer, geht so. Ich würde sagen, es ist eine Frage der Eisenbahn, aber andere Frage. Können wir dann mit Militärhistoriker diskutieren. Jetzt wäre die Annahme, wenn alle Forschungsannahmen stimmen, dann muss jetzt Deutschland zwischen der russischen Dampfwalze und den Franzosen zerquetscht werden. Das war die Annahme. Stimmt wieder nicht. Die Maschinengewehre und die deutschen Haubitzen halten die Russen ab, geht so nicht. Ne? Und bei jeder Wendung, da heißt die Italiener treten ein. Wenn die Italiener eintreten, haben wir verloren. Die Italiener treten ein und passiert gerade gar nichts. Ne? Und also jede Wendung, immer ist das Expertenurteil falsch. Und das kulminiert dann in diesem fatalen Fehlschluss der Reichsleitung, der verständlich ist, ich meine, verständlich ist alles, wenn man die Motive durchforscht, aber der fatal war, nämlich der uneingeschränkte Notkrieg, weil nämlich gerade die deutsche Oberste Heeresleitung, der immer Arroganz und Selbstbewusstsein vorgeworfen wird, nämlich ultra-pessimistisch war. Ein Kollege hat das einmal so schön ausgedrückt, Hindenburg und Ludendorff, als sie die dritte Oberste Heeresleitung übernehmen, im August 16, standen vor der Situation wie der Wahlsieger, der im Wahlkampf die Steuersenkung versprochen hat. Und dann kommt er an die Regierung, macht Kassensturz und stellt fest, es geht sich nicht aus. Und genau das passiert Hindenburg und Ludendorff, die sagen, ja, wir schaffen das. Ne? Das ist so ein alter Spruch. Dann kommen sie ran und sehen, es geht nicht. Ne? Und dann werden sie panisch und sagen, ja, jetzt muss die Marine. Die Marine hat immer behauptet, mit dem U-Boot-Krieg, das ist die Wunderwaffe, wenn wir die so einsetzen, wie es gehört, dann gewinnen wir. Und sie provozieren damit, das wissen sie, den amerikanischen Kriegseintritt. Die Amerikaner waren völlig zufrieden damals, die hatten in den ersten zwei Kriegsjahren alle ihre Vorkriegsschulden. Wie gesagt, das amerikanische Wirtschaftswachstum beruhte darauf, die Engländer investieren dort. Die Amerikaner haben riesige Schulden aufgrund des Wirtschaftswachstums. Die haben sie alle in den ersten zwei Jahren des Ersten Weltkriegs abgearbeitet und abgezahlt. Da sind sie jetzt perfectly happy, brauchen gar nichts mehr. Ne? Und jetzt bringen wir sie in den Krieg. Wenn wir gewusst hätten, natürlich nachher ist man immer klüger, zwei Monate später geht die russische Revolution los. Damit sind wir den Zwei-Fronten-Krieg mehr oder weniger los auf mittlere Frist. Zunächst einmal ist das noch gar nicht klar. Die erste russische Revolution, sogenannte Februarrevolution im März 17, da gab es sogar noch Überlegungen, die seien sogar von den Engländern mit angereizt worden, weil der Zar immer ein bisschen als unsicherer Kantonist galt. Die neue republikanische Regierung wird den Krieg mit besonderer Entschlossenheit fortführen, passiert aber nicht. Es gibt von vornherein eine Doppelherrschaft, die bürgerliche Regierung, die Soldaten- und Arbeiterräte in Petrograd andererseits. Bereits Mitte 17 schreiben die Westmächte die Russen. Und Pétain, der neue französische Oberkommandierende, kluger Mann, sagt, die französische Strategie ist ganz einfach. Attendez, warten, bis die Amerikaner und die Tanks kommen. Die Tanks, das gilt immer so, die Technikhistoriker lieben das, weil sie alle Innovationen lieben, das ist die Wunderwaffe. Jein. Der Tank war natürlich ein bisschen furchterregend für die Infanteristen am Anfang, aber er bleibt im Durchschnitt nach 3 Kilometern auf technischen Mängeln liegen. So ist das mit der Technik eben. Das heißt, das war nicht, das ist 1940 dann die große Waffe, 18 ist das mehr so ein bisschen ein Randphänomen. Auf alle Fälle, was sich jetzt abspielt ab 1917, 18, und das ist das Janusgesicht dieses Krieges. Die Ostfront wird zunehmend, die geht verloren. Erste russische Revolution, Februarrevolution, dann die berühmte Episode, wo Ludendorff den Revolutionär Lenin im plombierten Zug eben über Skandinavien zurückschleust nach Petersburg, der dort dann einmal Revolution probiert, gelingt nicht im Oktober, also am 7. November gelingt es dann doch, Lenin übernimmt die Macht. Und anfangs hat Ludendorff, der die Geschichte ja quasi durchgezogen hat, das gar nicht so wahnsinnig ernst genommen. Seine erste Reaktion war, naja, da ist eine revolutionäre Partei, die zufällig den Telegrafen in die Hand bekommen hat, die also jetzt russische Regierung spielt, das wird nicht lang dauern. Der österreichische Außenminister Czernin hat gleich gesagt, naja, gerade weil es nicht lang dauern wird, müssen wir die Gelegenheit nutzen, jetzt mit dieser russischen Regierung Frieden zu schließen. Die russische Regierung Lenin, da haben alle angenommen, wieder die Annahme, die nicht stimmt, die wird nicht lang halten.
Ja. Aber wenn Lenin jetzt Frieden schließt, jede Regierung, die nach ihm kommt, jede Kontrrevolutionäre, wird sich nicht trauen, den Krieg wieder zu beginnen. Das heißt, wenn wir mit ihm jetzt Frieden haben, dann hält er. Und daher jetzt die Idee, Lenin hat natürlich sofort so großartige Proklamationen gemacht. Lenin wusste, die Kommunisten sind eine winzige Minderheit in Russland. Und er hat zwei Dinge versprochen, den Massen, den ländlichen Massen: Land und Frieden. Land hat er, wie wir wissen, nicht gehalten. Das heißt, er hat es den anderen weggenommen, aber alles kollektivisiert. Davon hatten die Bauern nichts. Friede hat er gehalten. Und Lenins Perspektive war Friede um jeden Preis. Weil Lenin dachte, er ist orthodoxer Marxist, obwohl er praktisch ein Politiker auch war, wenn in einem so rückständigen Land wie Russland die Revolution kommt, was eigentlich nicht passieren hätte dürfen, die Revolution hätte müssen in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland oder England kommen. Wenn schon in Russland die Revolution kommt, dann ist das eigentlich ein Ausreißer, dann müsste in Deutschland und England auch vor der Tür stehen. Das heißt, binnen weniger Jahre stehen wir vor der Weltrevolution und dann sind die Grenzziehungen völlig gleich. Das war so Lenins Perspektive. Momentan müssen wir das Überleben des Regimes gewährleisten und das machen wir, indem wir Frieden machen. Das ist die Überlebensgarantie. Und darum war Lenin bzw. Trotzki, den er dann geschickt hat, du hast das schön also beschrieben, diese Runden im Präsidium, die sich auch an eine Forderung Wilsons bereits angehalten haben, die natürlich völlig visionär war, aber ganz lustig für den Historiker, nämlich öffentliche Verhandlungen gegen die Geheimdiplomatie. Es wird nicht mehr hinter verschlossenen Türen verhandelt, sondern man verhandelt in der Öffentlichkeit. Bringt natürlich politisch gar nichts, war aber auch nicht notwendig, weil die Grundlinien des Friedens waren von Anfang an klar, aber es bringt herrliche Wortgefechte. Also Trotzki ist Intellektueller, Janin, Aristokrat, ein gebildeter Kühlmann bei den Deutschen, war der Sohn eines Direktors der Anatolischen Bahnen, als deutscher Außenminister, könnte es demnächst wieder mal passieren, auch mit anderen ethnischen Vorgaben vielleicht. Und die haben also Wortgefechte geführt über die Rechte des obersten Gerichtshofs in den USA und den Nizam von Hyderabad und so, da jeder hat da Präzedenzfälle herangezogen, war ganz lustig für die Zuhörer. Das Ergebnis dieses Friedens war relativ klar. Russland verliert alle nicht-russischen Randgebiete. Also Polen, aber auch die baltischen Staaten, Estland wurde noch lange bestritten, das war zuerst nicht in Frage, dann doch. Die Deutschen haben eine Unabhängigkeitsbewegung mit Finnland unterstützt, bis heute bitte noch, bis vor wenigen Jahren, Denkmäler für die deutschen Befreier stehen, nämlich 1918 die preußischen Jäger, das waren die Finnen, die mit Sieg waren und dann zurückkamen. Also, Ukraine dann, die sich unabhängig macht im Februar 18 von den Mittelmächten sofort anerkannt wird, in der Hoffnung, dass sie von dort dann Getreide bekommen. Also die Randstaaten werden unabhängig. Das ist genau jene Konstellation, die wir nach 1989 wieder haben. Der Friede von Brest-Litowsk hat sich als vorausschauender erwiesen als der von Versailles. Die Landkarte Osteuropas heute entspricht ziemlich genau der, die im Friede von Brest-Litowsk war. Das, was die Mittelmächte quasi als ihren Profit einfordern, ist, dass all diese Länder natürlich mehr oder weniger deutsche Satellitenstaaten werden. Das heißt, sie bekommen höchstwahrscheinlich irgendwelche deutschen Fürsten. Kaiser Wilhelm hatte einen Schwager, den hat er allen angeboten, den Rumänen, und die Finnen haben ihn dann endlich genommen. Als König von Finnland hat das Land gedauert, ungefähr 6 Wochen und so weiter. Also da natürlich, die deutsche Armee hilft gegen die Bolschewiken, bleibt vor Ort. Also, das waren Satellitenstaaten, aber doch, das waren zum ersten Mal auch Unabhängigkeit für die baltischen Länder. Ne? Litauen etwa wurde von Deutschland gegen Polen ein bisschen instrumentalisiert, war neu. Ne? Die Ukraine war neu. Das sind alles Länder, die quasi dem deutschen Sieg im Osten 1918 ihre erste Unabhängigkeit verlangten. Natürlich haben die Österreicher dann gesagt, bei uns aber nicht. Ne? Die Tschechen im österreichischen Reichstag haben dann so nette Anfragen gestellt, warum Selbstbestimmung eben nur für Ukrainer und Esten und demnächst vielleicht Grönländer gilt, aber nicht für die Tschechen. Tja, man hat immer das eine Prinzip, das gilt für die einen, aber nicht für die anderen. Das heißt, wir haben den Krieg im Osten im Jahr 18 in einem Maße gewonnen, wie das vor dem Krieg nie denkbar war. Vor dem Krieg war immer die Vorstellung, Frankreich ist vielleicht schon besiegen, sie sind 70 schon gelungen, sie sind in Schwierigkeiten 1813 gelungen, kann wieder sein. Russland war immer, das ist zu groß.
Karl XII, Napoleon, alle sind gescheitert. Es hat niemand gedacht, dass das klappt. Und jetzt klappt es. Russland existiert im Jahr 18 eigentlich nicht. Die Bolschewiken haben einen Machtbereich, der ist ungefähr so wie das spätmittelalterliche Großfürstentum Moskau. Ne? Alles andere haben sie verloren. Also überall weißrussische Verbände, weißrussische nicht im ethnischen Sinn, sondern gegen die roten Russen, die weißen Russen, die Gegenrevolutionäre bilden, die sich dann entweder an die Entente oder an die Deutschen anklammern. Der Kühlmann als Außenminister, Baumgart hat das so nett zitiert, hat dann gesagt, schon komisch, alle unsere neuen Freunde im Osten waren früher mal Adjutanten des Zaren. Mannerheim stimmt das nicht, aber immer im Kaderregiment. Also das war, die Engländer hatten riesige Angst, dass Deutschland dieses gesamten Koloss Russland quasi kolonisiert, von dort aus eventuell dann gegen Indien irgendwelche Vorstöße unternimmt. Darum haben die Engländer dann eben die tschechische Legion in Sibirien gefördert, sie haben die Japaner aufgefordert, in Sibirien zu intervenieren, sie haben von Persien aus versucht, gegenzuwirken. Also da ist ein Kontinentalblock quasi im Entstehen und das hat die Engländer sehr irritiert. Weil England ja vor dem Ersten Weltkrieg deshalb sich für Russland und gegen Deutschland entschieden hat, nicht weil ihnen die einen oder die anderen sympathischer waren, sondern weil sie gesagt haben, Russland müssen wir befrieden, weil Russland kann uns gefährlicher werden. Deutschland kann uns nicht sehr gefährlich werden, kann es auch nicht viel helfen. Da sind wir zu getrennt. Russland mit seinen asiatischen sozusagen Beziehungen, das kann gefährlich werden. Das kann uns ständig reizen, ärgern. Das müssen wir zufriedenstellen. Und jetzt ist die Gefahr, dass Deutschland und Russland vereint sind. Das ist für die Engländer natürlich eine Horrorperspektive. Das ist der Sieg im Osten. Dem steht, wurde bereits ausgeführt, die Niederlage im Westen gegenüber. Da gab es ja noch dieses Moment der letzten Spannung, die deutsche Frühjahrsoffensive 1918, wo natürlich klar war, England und die USA sind nicht zu schlagen. Aber wenn man Frankreich einen entscheidenden Schlag versetzen könnte, doch noch in letzter Minute, Jeanine sagte, wenn wir Paris oder Calais erreichen, ne, dann werden die anderen bereit sein, vernünftig zu verhandeln. Und auch da, wenn man nicht nur die Deutsche, die zum Teil optimistisch waren, 18 noch, wenn man die Alliierten Tagebücher und so liest, der englische Generalstabschef, 1. Juni 18 noch, naja, wahrscheinlich waren die Franzosen geschlagen. Also da war, das war wirklich auf das Messer Schneide, was da im Westen passiert. Noch einmal ein bisschen über die Magen und so weiter, aber ab Juli 18 ist das deutlich verloren, dann kommt also der Gegenschlag, 8. August und so weiter. Das heißt, der Krieg ist im Osten gewonnen und im Westen verloren. Und was immer man über den Vertrag von Versailles dann sagen kann, und verglichen mit 45 waren das alles Peanuts. Also ich würde diese Polemik gegen Versailles nicht so weit treiben. So what? Napoleon war sehr viel härter mit uns als Versailles. Ne? Stalin war viel härter mit uns. Das ist alles nicht so tragisch. Was Versailles macht, ist, Versailles ist ein rein westeuropäischer Vertrag. Das entspricht natürlich der EU-Perspektive, die sich immer auf die Gründungsmitglieder und auf Westeuropa beschränkt. Alles andere gerät aus dem Fokus dieser Leute, die sich in Versailles treffen. Noch dazu, wer trifft sich dort? Es gibt einen Macher sozusagen, der in Versailles alles durchsetzen will, was er sich vorgenommen hat, das sind die Franzosen. Die Franzosen haben aber ein enormes Problem. Frankreich war in der Lage, dem Deutschen Reich mit seinen österreichischen Verbündeten, die zahlenmäßig weit überlegen waren. Also, die Situation 1914 in der Welt lässt sich mit zwei Statistiken blendend beschreiben. Deutschland produziert so viel Stahl wie der Rest Europas zusammen. Und die USA produzieren so viel Stahl wie der Rest der Welt zusammen. Das heißt, die USA waren automatisch Weltmacht Nummer 1 in dem Moment, wo sie sein wollen. Wollten sie übrigens dahin nicht. War ihnen nicht wert. Deutschland muss containment. Deutschland muss quasi balanciert werden durch eine französisch-russische Allianz. Die Russen haben die Leute und die Franzosen haben das Geld. Damit geht es gerade. Frankreich kann Deutschland nur Paroli bieten bei all den statistischen Eckdaten, wenn es die Russen als Unterstützung hat.
Und genau das ist 1918 nicht mehr gegeben. Russland, ich könnte sagen, gibt es gar nicht mehr für einige Jahre als eine zusammenhängende, geeinte Macht. Russland, wenn es gibt, ist nicht mehr der Verbündete Frankreichs. Lenin war nicht nur von den Deutschen gemacht in gewisser Weise. Lenin hat im August 1918 auch offiziell den Krieg erklärt und ein Bündnis mit Deutschland geschlossen. Also Lenin ist der deutsche Verbündete. Die Weißrussen, die sind verbündet mit wer immer ihnen auch gegen die Bolschewiken hilft. Auf die kann man sich auch nicht verlassen. Frankreich hat keinen Verbündeten im Osten mehr. Der tschechische erste Ministerpräsident Karel Kramář, heute nicht mehr politisch korrekt, weil er sehr viel von den Protokollen der Weisen von Zion hielt, der hat so nett gesagt im Jahr 1918, Sie machen sich was vor, meine lieben Freunde, zu den Franzosen. Sie haben den Krieg erst gewonnen, wenn sie das zaristische Regime wiederherstellen. Weil dann haben sie einen Verbündeten im Osten. Ohne das ist das ein leerer Sieg Frankreichs. Was Frankreich dann bekommt im Osten, sind Ersatzlösungen. Ersatzlösungen wie die kleine Entente. Das ist das Bündnis der Tschechoslowaken, Jugoslawen und Rumänen. Das aber gegen Deutschland nicht viel hilft. Das ist ein Bündnis, das gegen Ungarn gerichtet ist. Die Jugoslawen haben dann eben ihre Probleme mit den Italienern und den Rumänen mit den Russen. Gegen Deutschland hilft das nichts. Der mögliche Verbündete gegen Deutschland ist das neue Polen. Aber das ist ein Dilemma. Polen und Russen sind nie auf derselben Seite. Wenn die Franzosen mit den Polen gehen, werden die Russen für die Deutschen sein. Wenn die Franzosen für die Russen optieren, werden die Polen zu den Deutschen gehen. Das war das Dilemma ja nach 38, 39. Die Polen sagen, ihr dürft uns helfen, aber die Russen dürfen nicht. Die dürfen erst kommen, wenn wir es sagen, sonst gehen sie nie wieder weg. Das heißt, Polen und Russland lassen sich jetzt endlos, und das hat die Zwischenkriegszeit bewiesen, von den Deutschen gegeneinander ausspielen. Deutschland hatte vor 1914 eben die große Gefahr, die russische Dampfwalze im Osten. Wer soll die aufhören? Jetzt haben wir einen Kufferstaat, Polen, der natürlich gegenüber der 100.000 Mann-Armee der Zwischenkriegszeit eine gewisse Bedeutung hatte, aber in der Longue-Durée eben nicht. Das heißt, Deutschland hat den Ersten Weltkrieg, bei allem, was man mit dem Vertrag von Versailles meckern kann oder nicht, strategisch nach wie vor gewonnen. Das erklärt auch die Leichtigkeit, mit der Hitler dann diese ganzen Vertragsbestimmungen wieder rückgängig machen konnte, weil strategisch Deutschland gewonnen hat. Das darf man beim Ersten Weltkrieg nie vergessen. Und das Komische ist, dass das also links wie rechts in Deutschland nicht recht reflektiert. Die einen sagen immer, ja, wir haben zu Recht verloren, und die anderen sagen, wir haben verloren, wie fürchterlich. Nein, wir haben nicht verloren. Das ist eine optische Täuschung, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat. Was haben wir verloren? Die Kolonien. Jeder Finanzminister würde auf die Knie gehen und Gott danken, Kolonien zu verlieren. Stellen Sie sich vor, wie fürchterlich das wäre, wir hätten nach wie vor Kamerun und Tansania. Von wegen Willkommenskultur. Grausig. Alle deutschen Kolonien waren ein Verlustgeschäft, mit Ausnahme von Togo. Das war klein. Nicht einmal die Diamanten in Südwesten haben uns aufgewogen. Ja, also die Kolonien zu verlieren, Gott sei Dank. Die Handelsflotte, ja, das war mühsam, die Auslandsguthaben. Dann kommt das große Problem der Reparation. Da gehe ich kurz darauf ein, weil das eine spannende Sache ist. Wie kann das hängt dann mit der Kriegsschuldfrage zusammen. Die Kriegsschuldfrage war weniger moralisch gemeint, wie überhaupt die Moral so ein typisches Diskursthema ist, das in der Politik hinter den Kulissen eine Rolle spielt. Das war eine Frage der zivilrechtlichen Schadenshaftung. Wer hat die Schäden, die in den belgischen, französischen Gebieten entstanden sind, verursacht? Die Deutschen. Daher sollen die Deutschen dafür zahlen. Dann haben die Engländer gesagt, na hoppla, und was kriegen wir? Daher müssen die Pensionen der Kriegsinvaliden auch eingerechnet werden. Jetzt kam langsam eine schöne Summe zustande, die die Deutschen hätten zahlen sollen. Wobei Kriegsentschädigungen nichts Neues waren, die gab es nach 1871 auch. Nur natürlich, die Kriegsschäden in diesen 4 Jahren eines total industrialisierten Krieges waren sehr viel mehr. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, warum gibt es Reparationen? Weil alle Mächte untereinander Riesenschulden haben.
Das große Problem für den französischen Mittelstand war, der französische Mittelstand hat seine Ersparnisse in Anleihen für Russland investiert. Die Anleihen von Russland waren nachher sehr schön, man konnte damit die Wende finanzieren. Mehr nicht, ne? Die Bolschewiken zahlen natürlich nichts. Es gab 1918 eine Friedensidee, die mir sehr gefallen hat. Der Graf Kaiserling hat die in der Schweiz einmal den Franzosen vorzitiert. Naja, lassen Sie den Deutschen noch die Vorherrschaft im Osten, inklusive Russland. Dafür verspricht das Deutsche Reich, die französischen Schulden in Russland einzutreiben. Ja. Das den französischen Sparer erklären, das springt er vielleicht an. Ging natürlich nicht, aber es war so eine ganz lustige Idee. Das heißt, es gab ein Karussell. Die Franzosen haben den Russen viel Geld geborgt, zwar verloren. Die Engländer haben den Franzosen viel Geld geborgt und dafür haben die Amerikaner den Engländern viel Geld geborgt. Und alle wollten das zurückhaben. Die Russen fallen aus. Jetzt müssen die Deutschen her, die zahlen nicht wirklich für die Kriegsschäden, sondern sie zahlen, damit die Franzosen den Engländern und die Engländer den Amerikanern zurückzahlen können. Wer ist primär interessiert, dass das funktioniert, das Merkel? Die Amerikaner, die kennen das. Ne? Und Keynes hat damals schon in diesem berühmten Buch, oder im Rande dieses Buches, das er geschrieben hat über den Frieden, seine These explizit gemacht, die sich dann später so schön zusammenfassen ließ unter dem Slogan: Wenn Sie eine Million schulden, haben wir Sie ein Problem. Wenn Sie eine Milliarde schulden, haben wir Ihre Bank ein Problem. Das heißt, letztendlich ist der Schuldner derjenige, der es sagt. Man glaubt immer, who pays the piper calls the tune, das ist der Gläubige. Das stimmt nur im Kleinen. Im Großen ist es der Schuldner, der quasi am Drücken ist. Und Keynes hat damals schon gesagt, den Amerikanern muss klar gemacht werden, wir sind am Drücker, aber leider sind es nicht wir. Die Franzosen sind am Drücker und eigentlich sind es die Deutschen. Wenn die nicht zahlen, steht das Ganze. Daher haben die Amerikaner dann in der Zwischenkriegszeit den Deutschen sehr große Kredite gegeben, damit das Ganze ins Laufen kommt. Und die Deutschen, das sind die Roaring Twenties, haben gesagt, dass der Ruf einmal ruiniert, lebt sich endlich ungeniert und haben noch viel mehr Kredite aufgenommen, als sie gebraucht haben, damit ein ziemliches Wirtschaftswunder in den 20er Jahren finanziert. Und in der Weltwirtschaftskrise ging alles pleite. That's it. Da ist natürlich bei den Reparationen noch das Problem, wie kann eine Volkswirtschaft der anderen real etwas überweisen? Ich kann natürlich Marktdrucken und dann übergeben im Paket. Die sind dann nichts mehr wert, weil die Inflation kommt. Wenn ich einer anderen Volkswirtschaft was geben will, muss ich das zuerst in Devisen oder Edelmetallen erarbeiten. Dann kann ich das übergeben. Das heißt, die Deutschen können Reparationen nur zahlen, wenn sie einen enormen Handelsbilanzüberschuss erzielen. Das heißt eben nicht, die deutsche Wirtschaft muss ruiniert werden, weil dann kann sie nicht zahlen. Die deutsche Wirtschaft muss florieren, damit sie zahlen kann. Das ist natürlich etwas, was zum Teil wiederum den englisch-französischen Interessen widerspricht. Und darin liegt dieses berühmte Transferproblem, das Keynes identifiziert. Er sagt, das ganze Reparationssystem kann nicht klappen, weil hier widersprüchliche Zielsetzungen sind. Sie wollen ein schwaches Deutschland und gleichzeitig eines, das so viel Export hat, damit es Reparationen zahlen kann. Das geht nicht. Die einzige Variante, wie es ginge, und die ist aus politischen Gründen dann natürlich nicht zum Tragen gekommen, wäre, Sie können diese ganze riesige Reparationssumme, wo alles eingerechnet wurde, was sich irgendeine Lobby in den alliierten Ländern wünschen kann. Sie können die kapitalisieren. Das heißt, Sie sagen, die Deutschen nehmen jetzt nicht, zahlen das jetzt nicht ab, sondern die Deutschen nehmen einen langfristigen Kredit auf, heute würde man sagen Eurobonds, nicht wahr? Und zahlen dann nur mehr die Zinsen für diese Schuld. Und in Wirklichkeit zahlen die Summe die Investoren, die in dieses Finanzinstrument investieren. Das setzt natürlich eine langfristige Beruhigungsperspektive voraus. Wer investiert sonst in diese deutschen Eurobonds für die Reparationen, wenn nicht klar ist, dass die Deutschen 80 Jahre lang das weiterzahlen? Da brauche ich eine enorme Beruhigung, klappt das auch nicht. Und damit hat diese ganze Reparationsfrage eben das Wirtschaftssystem der Zwischenkriegszeit enorm destabilisiert und immer wieder für Unfrieden und Unruhe gesorgt. Das stimmt. Das war von der Anlage her schon ein Programm, das so nicht klappen konnte, das aus innenpolitischen Gründen festgeschrieben wurde in den Friedensverträgen und weil die Amerikaner gesagt haben, wir verzichten nicht auf unser Geld, was ganz verständlich ist. Aber ansonsten
waren die deutschen Verluste ärgerlich, vor allem in Bezug auf Polen. Aber man darf nie vergessen, die Existenz des neuen Polens als Pufferstaat ist die Halbfeldanstalt, weil eben dann Polen und Russland ständig gegeneinander ausgespielt werden können. Das heißt, und das ist der Grund, warum der Erste Weltkrieg keine Entscheidung gebracht hat. Wenn ich davon ausgehe, muss man nicht, kann man, Deutschland war vor dem Ersten Weltkrieg für das europäische Gleichgewicht zu stark. Es hatte, wie jemand mal gesagt hat, eine halbhegemoniale Stellung in Europa. Halbhegemonial ist immer schwierig. Hegemonie heißt, okay, wir bestimmen, das ist es. Gleichgewicht ist auch okay. Halbhegemonial ist schwierig, weil das immer labil ist. Wird das jetzt in Richtung Hegemonie hinaufgehen, wird das hinuntergehen? Wenn also Deutschland zu stark wäre, dann hätte ich müssen, um dieser Situation ein Gegengewicht entgegenzustellen, den nächsten Rivalen Deutschlands auf dem Kontinent, die Macht, die am ehesten in der Lage ist, Deutschland auf lange Sicht Parole zu bieten, stärken. Das wäre Russland gewesen. Das Gegenteil ist 1918 passiert. Deutschland, wir haben es gehört, hat ungefähr 10% seiner Bevölkerung, seines Territoriums verloren in Europa. Russland hat ungefähr ein Viertel seiner Bevölkerung verloren, und zwar die wertvollsten Teile. Russland hatte einen Bürgerkrieg über Jahre, die das Land weiterhin geschwächt hat. Russland hatte ein Regime, das internationales Paria galt. Die ersten sachten Verbündnisverhandlungen zwischen Frankreich und Russland, Sowjetrussland, kommen dann erst 34, 35, aber die Polen schießen immer quer, das klappt auch dann nicht. Das heißt, Deutschland hat strategisch diesen Ersten Weltkrieg gewonnen. Das europäische Gleichgewicht ist im Ersten Weltkrieg überhaupt untergegangen. Wir hatten seit den Zeiten Friedrichs des Großen die sogenannte europäische Pentarchie. Das heißt, es gibt 5 Großmächte in Europa, die für 1,5 Jahrhunderte blieb dieses System ziemlich stabil, die mehr oder weniger gleichgewichtig sind. Das ist Großbritannien, Frankreich, die Habsburger Monarchie, Preußen, später Preußen-Deutschland und Russland. Da gibt es jetzt kleine Unterschiede. Also man kann sagen, durch die deutsche Einigung von 1870, 71 ist Preußen quasi vom letzten auf den ersten Platz vor. Aber immer noch innerhalb der Kategorie europäische Großmacht mit alter Hypothek durch das Wirtschaftswachstum gewisse hegemoniale Stellung. Das waren 5 europäische Großmächte. Man kann sagen, Italien hat einen Anspruch erhoben, die 6. zu sein, wurde nicht immer ernst genommen. Dieser Status europäische Großmacht ist mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende. Es gibt jetzt 5 Weltmächte. Allerdings die 5 Weltmächte sind keineswegs in irgendeiner Gleichgewicht und Balance, sondern höchst asymmetrisch angesiedelt. Wer sind die 5 Weltmächte ab 1918? Ganz klar an erster Stelle, und das ist naturnotwendig, die USA. Eindeutig. Dann schon schwierig. Sie haben die beiden großen Kontinentalmächte, Deutschland und Russland, die egal, was man ihnen im Friedensvertrag wegnimmt. Und übrigens Russland, da gab es keinen Friedensvertrag. Der Vertrag von Versailles hat die Grenzen Deutschlands, Österreichs, Ungarns, Bulgariens und eben gar nicht mehr der Türkei bestimmt. Die Grenzen zwischen Polen, Russland, baltischen Staaten waren alles bilaterale Verträge, die nachher irgendwann in den frühen 20er Jahren abgeschlossen wurden, haben mit Versailles eigentlich gar nichts zu tun. Das heißt, Deutschland, Russland, egal was man wegnimmt, bleiben potenzielle Weltmächte. Aufgrund ihres Gewichts. Bevölkerung, Wirtschaftskraft etc. Dann gibt es das britische Empire natürlich, das nach wie vor sich quasi in gewisser Weise als Nummer 1 sieht. Es gibt so ein herrliches Memorandum der Briten in den 30er Jahren, das über strategische Lage reflektieren muss. Das heißt, the British Empire as perhaps the extreme example of the haves of this earth. Das hervorragende Beispiel der Besitzenden dieser Erde. Daher ist klar, wir haben uns eifersüchtig, darum müssen wir uns wehren. Ne? Also, das britische Empire ist eine Weltmacht, zweifelsohne. Eine sehr gefährdete, weil wo immer in der Welt was passiert, irgendwo ist eine britische Kolonie in der Nähe und das hat Rückwirkungen auf England. Und dann als 5. wahrscheinlich kleinste Weltmacht, aber dadurch, dass es in einer isolierten Ecke ist, doch wichtig, ja. Und dieses Verhältnis der Weltmächte wurde in den Washingtoner Flottenverträgen dann auch noch ratifiziert. Wie viele Schlachtschiffe darf jede dieser Mächte haben? Da
gab es ein Rüstungsbeschränkungsabkommen, wie üblich bei Rüstungsbeschränkungsabkommen für Waffen, die langsam nicht mehr aktuell waren. Ne? Also man hat die Schlachtschiffe begrenzt, aber nicht die Flugzeugträger. Aber gab es immer. Und dann gibt es in Europa zwei Mächte zweiter Ordnung. Ne? Frankreich und Italien, die im Weltmaßstab keine große Rolle mehr spielen, die von ihrem Gewicht, von ihrer industriellen Potenz weit hinten nach sind. Ne? Belgien produziert mehr Stahl als Italien. Ne? Österreich-Ungarn hat im Ersten Weltkrieg mehr Stahl produziert als Frankreich. Das sind alles so Mächte. Frankreich im Ersten Weltkrieg wahnsinnig gut organisiert und quasi mit Tony Blair zusammen punch the bullets way. Aber immer noch, Frankreich ist keine Weltmacht. Und Frankreich und Italien, die einander noch dazu nicht mögen, die sollen jetzt die Ordnung von Versailles in Europa aufrechterhalten. Das kann nicht gut gehen. In dem Moment, wo Hitler und Stalin dann nur an die Tür klopfen, fängt das alles zusammen. Vollkommen klar. Also da ist in den 30er Jahren für niemanden eine Überraschung. Und das ist die Labilität dieser Ordnung von Versailles. Hinter dieser Ordnung steht niemand. Die USA, wie Dirk richtig gesagt hat, haben diesen Friedensvertrag von Versailles nie ratifiziert. Die USA hatten ursprünglich den Franzosen versprochen, sie geben den Franzosen eine Garantie. Wurde nicht ratifiziert, wurde nicht gemacht. Das wäre vielleicht für die Franzosen ein Ersatz gewesen für die russische Allianz. Also die USA absentieren sich sogenannte Isolationismus. Die Russen und die Deutschen sind ohnehin ausgeschlossen. Die sollen jetzt formal keine Rolle spielen. Wenn ich die drei größten Weltmächte ausschließe, ist klar, dass diese Ordnung nicht Bestand hat. Die Engländer haben relativ bald, und zwar in dem Moment, wo dann die Türken sagen, sie erkennen diesen Frieden nicht mehr an, und wo Kemal Atatürk dann die nationale Revolution ausruft, gab es einen Zwischenfall an den Meerengen, Kanak, und der damalige englische, nicht Premier, aber der Führer der stärksten Regierungspartei, der Andrew Bonner Law, übrigens interessant, ein englischer Premier, der in Kanada geboren war, da sehen Sie, wie das Empire hereinspielt, der schrieb einen Leserbrief an die Times, bei dem er ganz einfach sagte, we cannot act as the policemen of the world. Es ist absurd anzunehmen, dass wir, weil wir Frankreich und wir im Völkerbund sind, dass wir bei jedem Problem, das weltweit auftaucht und wo irgendwo die internationale Ordnung ins Wanken gerät, dass wir aufgefordert werden, dafür zu zahlen und den Kopf hinzuhalten. Das tun wir nicht. Ne? Wir haben ganz gewisse Interessen als Empire, die werden wir verteidigen. Aber ob jetzt die Türken die Dardanellen wieder haben oder nicht, oder die Griechen, es ist uns gleich. Machen wir nicht. Ne? Und das war klar, diese Ordnung hat keinen Bestand. Darum hält sie nicht. Und das ist das Janusgesicht dieser Ordnung von 1918. Die wurde erst sehr unfair empfunden. Naja, der Verlierer findet das nie fair, wenn er verloren hat, ganz klar. Der eigentliche Verlust für Deutschland für einige Jahre war der Verlust seines Verbündeten Österreich-Ungarn, weil das jetzt dieser Raum dominiert wurde von französischen Verbündeten, Prag, Belgrad und so weiter. Aber da war relativ klar, das ist ephemer. Das große, der große Gegner Deutschlands, Russland, der existiert eine Zeit lang nicht. Und wenn, dann wird er durch Polen in gewisser Weise aufgenommen. Und das gibt diese Situation der 20er Jahre, wo kurzfristig natürlich Deutschland und Russland, weil sie beide sozusagen ausgegrenzt wurden von der Versailler Ordnung, gemeinsame Interessen haben. Das hat sich unter dem Stichwort Rapallo dann eingegangen. Rapallo, also dieser Badeort an der italienischen Riviera, wo 1922 das erste Bündnis dann nach dem Krieg oder ein Vertrag zumindest zwischen Sowjetrussland und Deutschland geschlossen wurde. Das heißt, kurzfristig haben Deutschland und Russland ein gemeinsames Interesse, diese ihnen aufgezwungene Neuordnung Europas aus den Angeln zu legen. Das können Sie mal mitmachen. Das geht quasi bis zum Ribbentrop-Molotow-Pakt dahin. Auf der anderen Seite natürlich ist ganz klar, diese beiden großen Kontinentalmächte, die quasi 1914 angetreten sind zum Kampf um die Vorherrschaft auf dem Kontinent, die werden diesen Krieg irgendwann einmal nachholen und zur Entscheidung führen. Das ist die Grund. Da hatte Hitler sozusagen in seiner Perspektive völlig recht. Frankreich ist cura posterior. Wichtig ist das Verhältnis zu Russland. Wer von uns beiden wird diesen Kontinent dominieren? Das
Das wurde dann bei Hitler noch sozusagen mit ethnischen Kategorien und ideologischen Kategorien angereichert. Aber der Konflikt, die beiden bestehenden Mächte innerhalb eines gegebenen Systems, die beiden stärksten werden normalerweise Rivalen sein. Kontinentalmächte gibt es nur die beiden. Die werden das ausfechten. Und genau das passiert dann im Zweiten Weltkrieg, der innerhalb sozusagen einer Reihe von Weltkriegen das eine Kuriosum hat. Der Zweite Weltkrieg ist ein Krieg um den Status der Weltmacht Nummer 2. Weltmacht Nummer 1 sind die USA, da ist es vollkommen klar. Ne? Es geht um, wer ist Weltmacht Nummer 2? Die Russen oder die Deutschen? Und da haben die angelsächsischen Mächte, um eine lange Geschichte und sehr komplexe Geschichte ein wenig zu verkürzen, dann gesagt, in dem Fall sind die Russen vielleicht weniger gefährlich. Das war jetzt keine nationale Abwägung, aber das war das Resultat dieser Sachen im Zweiten Weltkrieg. Sehr stark eben die Schuld Hitlers, der diese angelsächsische Bereitschaft, den Deutschen alles Mögliche zu bewilligen, eben falsch verstanden und nicht ausgenutzt hat und letztendlich völlig gegen sein Programm 1939, nicht wie er es versprochen hat, im Bündnis mit England den Krieg gegen Russland geführt hat, sondern im Bündnis mit Russland den Krieg gegen England. Das war an sich schon sozusagen die Niederlage Hitlers am ersten Tag des Krieges, die durch die Qualität seines Heeres und den Zufälligkeiten der Zukunft des Jahres 1940 einigermaßen noch einmal gerettet wurden. Aber prinzipiell, Hitlers Programm war quasi 1939 bereits auf den Kopf gestellt. Das ist alles nicht das, was er angetreten ist zu tun. Also insofern, da Hitler muss man wirklich, kann man überhaupt nichts Gutes sagen in seiner Außenpolitik, das war desaströs. Aber er hatte anfangs große Erfolge, weil er eben in die Situation eintreten konnte, dass der Erste Weltkrieg nicht ökonomisch, der deutsche Widerstand war fürchterlich blockiert, aber strategisch mit einem Erfolg Deutschlands immer noch geendet hat. Und dann eben Zweiter Weltkrieg, Frage, wer ist Weltmacht Nummer 2, mit dem Resultat der Teilung Europas, die also für Dutzende Nationen und hunderte Millionen absolut keine Ideallösung darstellt, also von wegen Selbstbestimmung der Völker, was Wilson 1918 zwar in den 14 Punkten gesagt hat, aber auch bei Wilson muss man sagen, was hat er unter Selbstbestimmung wirklich verstanden? Ja, das ist so eine Propagandaphrase, die Wilson im Jänner 18 bringt, weil die Sowjets mit diesem Slogan Selbstbestimmung. Die Sowjets schließen jetzt mit den Deutschen Frieden. Und da muss der Westen etwas dagegen stellen. Und da kommt dann Wilson auf die Idee und sagt, okay, wir sind nämlich auch für Selbstbestimmung. Heißt das Selbstbestimmung der Ethnien? Heißt das Selbstbestimmung gewisser Regionen? Das ist alles sehr, sehr fraglich. Ne? Aber klar ist, dass 1918 zumindest ein Anlauf unternommen wurde, diese Selbstbestimmung quasi umzusetzen. Ein sehr imperfekter Anlauf, weil natürlich die Siegermächte, die Franzosen für ihre Verbündeten eine Lösung durchgesetzt haben. Alle sind gleich, aber manche sind gleicher als gleich. Ne? Ganz klar, die Tschechoslowakei ist kein Nationalstaat, sondern Vielvölkerstaat. Ne? Die ungarischen Minoritäten, wir haben davon gesprochen, die haben bis heute überlebt in allen Nachbarstaaten und so weiter. Aber all das, was 18 zumindest angedacht war, ist ja 45 nicht einmal im Ansatz von wegen Selbstbestimmung. Ne? Man hat dieses Problem der National- oder Vielvölkerstaaten durch brutale Vertreibung gelöst. Was Hitler und Stalin schon vorgestellt hatten mit diversen Austauschabkommen, sondern sie noch miteinander kooperiert haben. Also die Ordnung von 18 war im Vergleich mit der danach kommen natürlich gar nicht so hart. Ne? Sie ist, was 18 eine große Rolle spielt, ist der Bruch mit der Vorkriegsgesellschaft, die in einem wohlverstandenen Sinne bürgerlich-liberal war. Das ist diese Art, der Staat greift in die Gesellschaft, in die Wirtschaft nicht ein. Also alles Österreich-Ungarn war sehr obrigkeitlich, aber alles, was wir so an Wirtschaftspolitik treiben, hat den Kaiser nicht interessiert. Das hat er delegiert an die Länder und an die Kommunen, die sollen machen, was sie wollen. Die letzte sozusagen, wo das am ehesten noch überlebt ist im angelsächsischen Bereich, diese grundliberale Überzeugung, gibt so ein schönes Zitat, als dann in der Weltwirtschaftskrise 1931 die Engländer das Pfund abwerten und Devisenkontrolle einführen. Und das
macht die konservative Regierung dann schon unter Neville Chamberlain als Staatskanzler. Und der vorhergehende Labour-Minister sieht das und sagt, no one told us we could do that. Hat uns ja keiner gesagt, dass man das tun darf. Das ist die liberale Ordnung des 19. Jahrhunderts. Ne? Das Eigentum ist unverletzlich. Ne? Sie können als Hochverräter hingerichtet werden, aber ihre Familie behält die Güter. Ne? Das ist es. Und das ist mit dem Ersten Weltkrieg ziemlich weg. Diese Idee, dass der Sozialismus, jetzt nicht als marxistische Philosophie, sondern als eine Praxis, ne? Dass die Umverteilung, die Bewirtschaftung durch den Staat oder dass die von ihm beauftragten Agenturen, dass das jetzt das Standardmodell des 20. Jahrhunderts wird. Und das war im Ersten Weltkrieg geboren, wo die Wirtschaft ein sehr starkes Kommandowirtschaft organisiert war. Und das ist das ganze 20. Jahrhundert unter wechselnden ideologischen Vorzeichen mehr oder weniger geblieben. Insofern bin ich absolut der Meinung, 1918 ist ein enormes Epochenjahr. Es hat diese friedliche, bürgerliche Welt mit einem gewissen aristokratischen Superkuss der Jahre vor 1918 völlig beseitigt. Da ist ein enormer Bruch, der Erste Weltkrieg ist die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Er ist aber keine so solitär Deutsche. Deutschland hat von diesem zweiten Ersten Weltkrieg strategisch immer noch gewonnen, ganz zum Gegensatz vom Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg ist wirklich das Ende der deutschen Großmachtstellung, sei es im europäischen, sei es im Weltmaßstab, aber dafür wiederum für den westlichen Bereich der ehemaligen Achsenmächte ein ökonomischer Aufstieg. Also quasi das der Suppus des Zweiten Weltkriegs für die Leute, die auf der richtigen Seite der Mauer gelandet sind. Das sind natürlich die Mitteldeutschen nicht und die Ungarn nicht und auch die Tschechen, wo ich jetzt lebe, die immer sagen, ja, ja, wir haben euch vertrieben, stimmt schon, war nicht okay, aber wir haben euch vertrieben ins Wirtschaftswunder und wir sind im Kommunismus geblieben. Wer hat es besser gehabt? Großes Fragezeichen. Ne? Und der Suppus, ich meine, das ist keine Frage der Moral, sondern eine Frage dessen, was wirklich passiert. Der Suppus dessen, den hat ein irischer Autor bereits in den 50er Jahren in einem herrlichen Roman, der später verfilmt wurde, eben so geschrieben, The Mouse That Brought, die Maus, die brüllte. Ne? Was ist das Rezept zu Wohlstand zu gelangen, einen Krieg gegen Amerika zu verlieren? Das war die Perspektive des Marshallplans und der Westeuropäer, absolut nicht die Perspektive der Leute, die hinter dem Eisernen Vorhang schmachten. Und das ist eine Teilung, mit der wir immer noch zu die wir uns immer noch gut überlegen müssen und wo ich den europäischen Gewalten, um es mal so zu sagen, eine Verbalinjurie stark ans Herz legen würde, sich ein bisschen mehr der Leute anzunehmen, die eben jene Perspektive mit sich bringen, die östlich des Eisernen Vorhangs waren. Aber das wäre ein Referat ins ganz andere.